Hello, ihr Leute da draußen, bleibt jetzt lieber zu Hause. Ich darf jetzt bald Mofa fahren, deshalb muss ich euch erstmal warnen. Ich hoffe mal, ihr kennt mich schon. Ich bin der Präses, sein Sohn, ein Büttenredner aus Maiedal. Und ihr ganz leid, seid nicht im Saal. Gewarnt hab ich euch schon einmal, genau hier in diesem Saal, als zwei Schwestern ihren Führerschein gemacht. Ach, was haben wir darüber gelacht. Doch dieses Jahr bin ich mit Mofa dran. Naja, ihr seht, dass ich fahren kann. Nur das Lernen ist so eine Sache, weil ich das überhaupt gar nicht mache. In der Schule bin ich so bisher durchgekommen. Doch wie wird das bei der Fahrschule ankommen, wenn ich da hocke, wie in der Schule? Hoffentlich haben die nicht so einen unbequemen Stuhl. Dann wird es wieder so eine Sache, die ich auch nicht gerne mache. Die erste Fahrstunde dachte ich mir, Max, da hältst du den Mund. Gehalten hat, ein Viertelstund, da habe ich den ersten Spruch gemacht. Der ganze Raum hat dann gelacht, selbst der Lehrer war am Lache. In der Schule könnte ich sowas niemals machen. Dann der Erste-Hilfe-Kurs, der ist da Pflicht. Naja, manche denken, ich wäre nicht ganz dicht, muss natürlich dort auch etwas machen und da muss wirklich alle lachen. In der Pause habe ich meine Bluetooth-Box im Schrank versteckt. Zum Glück hat sie dort niemand entdeckt und beim Wiederbelebung macht ich den Song an und der ganze Raum fing mit dem Tanzen an. Dann war es soweit, der Prüfungstag. So eine Doll neben mir macht zur Beruhigung in Spagat. Ich damit die Frage begonnen und hab de Labbe am End noch bekommen. Deshalb muss ich euch jetzt noch mal warnen. Der Max darf jetzt bald Mofa fahren. Und guckt, mein Moped ist echt ne Schau. Das war's von mir. Mach's gut. Hello.